Mr. Marston. Miss McFarland. Remember me telling you about the trouble we've been having with rustlers and other undesirables? I do. Will you help me keep watch on the property line this evening? Sure. I want to see just who is trespassing on our land. This is a fine weapon. Come, let's head out. The country is really beautiful at around this time. We'd best get moving. This is a dangerous time of night for us. Okay, na dann helfen wir ihr doch ein bisschen. Das ist ja das Mindeste, was wir tun können. Schließlich haben wir ihr zu verdanken, dass wir überlebt haben. Right, follow me. Keep your eyes peeled for anything suspicious. Okay, ich werde ganz genau gucken. Thank you, Mr. Marston. I feel a lot happier someone's along with me. I feel a lot happier now I got a rifle. Well, with your trigger itch and my feminine intuition, we should make quite a team. Na, schauen wir mal. Meine weibliche Intuition sollte auch nicht unterschätzt werden, aber sie sollte auch nicht überschätzt werden. Schauen wir mal. God damn it, these rabbits are at it again. Come on, let's get rid of them once and for all. Okay, dann einmal absteigen, bitte. Get your rifle out. It's about time these little thieves met their maker. Gut, wie ziehe ich denn meine Waffe mit L1? Okay. Gut, hier ist natürlich auch wieder ein Auto-Aim mit dabei. Sobald man das Fadenkreuz in der Nähe eines Feindes hat, zoomt er da automatisch ran. Oh, die armen Häschen. You're a good shot, Mr. Marston. That rabbit didn't stand a chance. Ja, aber die sind doch so süß. Die sind doch so süß. Na gut. Damals hatte man es noch nicht so mit Rechten von Tieren. Tierschützer waren da noch nicht so aktiv. If it's not the rustlers stealing our cattle, it's the rabbits stealing our crops. It ain't never easy living off the land like this. Maybe you should move to a big city, become a lady of leisure. Was that a coyote? Get those pests before they scare the livestock. Na super, Kojoten. Okay, Moment, jetzt muss ich erstmal gucken. Genauso war das Dead Eye. Oh Gott, das ist hier so ein bisschen Zeitverlangsamung. Das hilft ein wenig beim Zielen. Das ist schon sehr nice. So, wo seid ihr? Hier. Wir müssen nur aufpassen, wir haben nur eine bestimmte Zeit, dieses Dead Eye zu benutzen. Stopp, 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 stopp. Oh, da ist noch einer, stopp. Komm her. Gotcha. Looks like that was the last of the coyotes. Just a shame we had to lose any of the chickens. Let's go. I'll take you back to your room. Okay, das war knapp. Die haben wir alle erwischt. Aber leider hat's uns auch ein paar Hähnchen zerrissen. You know, you can actually handle a rifle. It's something I've had a little experience in. Maybe Bill Williamson did get lucky after all. Luck didn't really come into it, miss. You're a useful man to have around the ranch, that's for sure. But don't think I've forgotten what brought you here. We'll do whatever we can to help you. I sure appreciate that, Miss McFarland. Here we are. Okay, wir sollen jetzt unser Pferd hier anleinen. Na komm, du schaffst es, du kannst das auch. Oh Gott. Thank you for your help, Mr. Marston. Makes me kind of happy I saved your life. Get some sleep and I will see you in the morning. Good night, Miss McFarland. Gute Nacht. Und ja, wir können hier in unserem Bett das Spiel speichern. Und wenn wir das tun, wachen wir 6 Stunden später auf. Das ist genau wie bei GTA. Und hier in unserer Kiste können wir extra Munition kriegen und wieder aufstocken. Und unser Dead Eye Level ist immer noch 1. Wir haben ein bisschen Ruhm und Ehre dazu bekommen. Aber erstmal stocke ich mal meine Munition auf. Zack. 19 Revolver Ammo. 17 Repeater, okay. Das sieht gut aus. Dann würde ich mal sagen, speichern wir hier mal ganz kurz. Und legen uns schlafen. Ja,
No. Save File, da habe ich keins mehr. Dum-di-dum-di-dum. Dann der nächste Morgen. Ja. Und man kann hier übrigens auch verschiedene Outfits anziehen. Und die muss man aber erst einsammeln. Die kriegt man dann bei verschiedenen Missionen. Da kann man sich dann halt auch mal ein bisschen anders anziehen. Das ist auch sehr nice gemacht. Mal gucken, welche Outfits wir so alle einsammeln werden. Aber erstmal müssen wir wieder zu Bonnie rennen. Wo ist sie? Da ist sie. Beziehungsweise da ist ihr Haus. Sie scheint wohl drin zu sein. Obstacles in our path. Okay. Oh, Mr. Marston. How are you doing today? I'm well, Miss McFarlane. Thank you. How are you? Well, I'm fine. Thank you. So, how are your ribs? Fine. A little sore, but apart from a couple extra scars, it'll be as nothing happened. Good. Come in, come in. You know, you never did tell me how you met that Bill Williamson or what you wanted from him. No, miss, I did not. Well, why not, if you don't mind me asking? I certainly don't mind you asking if you don't mind me not telling. See, it's a complicated and somewhat pathetic tale, and by telling you, not only would I be putting your life in danger, but also threatening the lives of some people that I hold very dear. Well, I apologize if I seem to be prying. And I apologize for my reticence. Hope you believe me when I say that it's simply out of respect for you. Of course, Mr. Marston. I understand that a city dweller such as yourself likes to have some exotic secrets, so us country folk are impressed. I'm no city man, miss. Yeah, but I saw you get on the train at Blackwater. You with those gentlemen in bowler hats? I'm still no city man. But I bet you can't ride, Mr. Marston. I hate to take money from a lady, miss. Oh, you won't be. I'll race you right now. If it makes you happy. We'll see. Okay, Bonnie hat uns zu einem kleinen Rennen herausgefordert. Das nehmen wir doch sehr gerne an. Und diese Rennen sind auch ein, na nicht großer Bestandteil, aber zwei, drei Rennen müssen wir auch während Missionen absolvieren. Das hier ist also schon mal ein gutes Training. On the count of three. Three, two, one. Hey ho, na dann, ab geht's. I trust you're not gonna be a gentleman about this. You don't know me at all, Miss McFarlane. So, okay, wir müssen jetzt hier immer die Checkpoints natürlich abreiten und jetzt erstmal gucken. Wir dürfen das Pferd natürlich nicht zu überanstrengen, sonst wirft es uns ab. Also ich darf jetzt nicht wie bescheuert auf X rumdrücken. Let's go! Das muss ganz dosiert und taktisch klug gewählt sein. Ich will auf jeden Fall jetzt erstmal hinter ihr bleiben. Don't go easy on me. Weil hier verreite ich mich immer. Da lande ich immer irgendwo. So. Aber immer schön nah an ihr dranbleiben, damit wir sie kurz vom Ziel schön überholen können. Das klappt nämlich eigentlich immer am besten. Aber erstmal dranbleiben. Ja. Oh Gott, eine Reh von links. Ich komme von rechts, also habe ich Vorfahrt. Komm schon, move it. Und wenn man hier auf den Wegen bleibt, dann reitet das Pferd auch von sich aus schneller. Also wenn man jetzt hier nicht mitten durch die Pampa düst, dann ist das Pferd schneller auf den Wegen. Gut. Keine lustigen Kommentare mehr, Miss McFarlane. Schon. So. You'll have to do better than that. Ah, nicht so vorlaut, junge Frau. Come on, Mr. Marston.
wir noch sehen, ob du mich schlägst. This sure beats milk and cow. Ja, das ist wohl wahr. Kühe melken ist jetzt nicht so mein Ding. See you at the finish line. Okay, das heißt, wir müssen jetzt bald am Ziel sein. Das heißt, ich muss jetzt mal hier ein bisschen mich sputen. Ja, das sieht gut aus. Okay, okay, so, jetzt müssen wir vorne bleiben. Jetzt sind wir kurz vorm Ziel. Komm schon, move it. Ja. Come on. Are you saving the best for last? Yes, we did it. Wir sind Erster. That was fun. Sure. You know, you should go pay the marshal a visit in Armadillo sometime. I'm sure he could help you deal with that nice Mr. Williamson. Yeah, I might just do that, Miss McFarlane. You do whatever you think best, Mr. Marston. Das werde ich wohl tun. Ah, wie er so lässig hier dran lehnt. Okay, Speicherpunkt. Gut, wir können jetzt nach Armadillo und mit Marshall Johnson reden. Und genau das werden wir jetzt eigentlich auch tun. Dazu müssen wir aber erstmal zu Bonnie gehen. Und das ist ja ein süßer Hundi. Hallo, Hundi. Wie er tippelt. Tippel, tippel, tippel. Na du? This is Armadillo, USA. Oh, Mr. Marston, how are you? Good, Miss McFarlane. How are you? I'm well. Would you mind riding with me to Armadillo? I've got to get some supplies and I could do with the company. Of course. You can take the reins. It wouldn't do for a terrifying bounty hunter such as yourself to be seen driven around by a woman. Ja, das wäre ja fatal, wenn uns jemand sehen würde, wie wir von einer Frau herumkutschiert werden. Gut, dann, ja, hier, Driver's Seat und ab geht der Fisch. You're looking much better, considering you were almost buzzard food a couple days ago. I have you to thank for that, miss. So do tell me, have you needlessly risked your life since we last spoke? No, miss, I have not. Well, that's a relief. Perhaps there's hope for you yet. I wouldn't bet on it. Oh, there's always hope, Mr. Marston. You can't be a rancher in this kind of country if you don't believe that. An admirable attitude, miss. I suppose so. I can't think of any other way to stay sane, to be frank. What about you? Have you ever given up hope altogether? Hope hasn't really entered into it. It's not really something I think about. A peculiar outlook. I can't really say I understand you. I can't always say I do either. Oh, don't be so deliberately enigmatic. I'm not, miss. Yes, you are. You are being deliberately obscure as a substitute for having a personality. I just know there are two theories to arguing with women, and neither one works. I'm not even going to dignify that gibberish with a response. Genau, das ist auch die richtige Reaktion, Bonnie. Gar nicht drauf reagieren. Puh. Okay, naja, die labern jetzt hier wieder sich in den Wolf. I think it's kind of funny I found you dying on the side of the road and now you're driving me into town. You have a strange sense of humor. Well, you must admit, it's an unusual start to a friendship. I didn't realize we were friends, Miss McFarlane. Oh, please. Now who's being funny? Listen, I know that business with Williamson is your business, but I don't know. You've been good to us, and I don't think you're a bad man. A little stupid, perhaps, but not rotten. I just worry about you gallivanting around these parts like you're some kind of deranged bounty hunter. Like Paul always says, don't go waking snakes. I appreciate your concern for us lesser mortals, Miss McFarlane. I really do. And if there was any other way out, I'd take it. I can assure you of that. So, ich hoffe, wir sind bald in Armadillo, damit die Tante mal ihre Klappe hält. You never did tell me where you live. I have a small holding up in Great Plains. A farmer? Yeah, and I'm the Queen of England. And at what point during your day of hunting down outlaws do you find time to raise chickens? Only been at it 3 years or so. I guess I'm kind of new to it. You're telling me? So who's looking after this farm of yours right now? Uncle. Well, he's not my uncle, as far as I know. Just an old dog who's as lazy as a lizard on a hot day. The kind of fella laboring under the delusion that age brings wisdom. Sounds like the perfect person to leave in charge of your entire livelihood. We
go way back, and I didn't have a lot of choice. I'd be getting back there if I was you. That's what I'm trying to do, miss. Okay, hier müssen wir jetzt mal ein bisschen langsamer reinfahren, damit wir hier jetzt keine Leute umfahren. Hier zum Beispiel das Pferd da vorne. So, immer schön flockig bleiben. Wir sollten hier keine Menschen gegen uns aufbringen. Das kann nämlich schnell in der Schießerei enden. So this is Armadillo. Manhattan it is not. But it does okay for us. Most important thing for you right now is getting yourself into Dr. Johnson's office to purchase some medicine. The first one's on me. Thank you, miss. I'll pay you back. I'm sure you shall. The doc's a good fellow. He saved your life, so be polite to him. Meet me in front of the general store when you're done. Okay, dann lernen wir also jetzt den Quacksalber kennen, der uns hier zusammengeflickt hat. Den guten Doktor. Und wir kriegen sogar noch einmal Medizin ausgegeben. Das finde ich ja sehr nett. Gut, dann können wir mit ihm reden. Guten Tag. So, eine freie Medizin. Ansonsten hat er noch Tobacco und einen Apfel. Lass mal, können wir uns eh nicht leisten. Wir haben 0 Dollar zu verkaufen, haben wir auch nichts. Alles klar, dann holen wir uns einfach nur die Medizin. Mehr können wir jetzt hier eh nicht tun. Okay, und wir können hier unseren Rucksack sozusagen angucken. Da haben wir einmal die Medizin, einmal eine Campsite. Wie die funktioniert und was das ist, das werden wir sicher noch sehen. Daran können wir nämlich zum Beispiel speichern. Wenn wir mitten in der Wildnis sind oder so, und dann können wir eine Campsite aufbauen und dann können wir daran speichern. Das ist ganz praktisch. Good morning. Well, thanks for driving me. It was nice to be able to enjoy the view for once. And a little company never hurts now and again. You're more than welcome, miss. Least I can do. Thank you for the medicine. Why don't you have a look around Armadillo? You can always take a stagecoach back to the ranch later. I might just do that. Travel safely, miss. Try not to get yourself shot. I won't be around to save you this time. Okay, ich werde mein Möglichstes tun, mich nicht erschießen zu lassen. Genau, mit diesen Kutschen hier können wir durch das Land auch reisen. Sind sozusagen Schnellreisestationen, würde ich es jetzt mal beschreiben. So, dann, wir können jetzt auch Eigentum kaufen oder mieten. Da kann man dann eben auch speichern, das ist wie eben ein eigenes Haus. Aber wir haben im Moment noch überhaupt keine Kohle, dass wir uns das irgendwie leisten könnten. Deswegen lasse ich das jetzt erstmal. Mal gucken, wann wir uns das leisten können. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel das kostet. Müsste ich dann auch mal gucken. Aber wir sind ja hier, um mit Marshall Johns zu reden. Und genau das werden wir jetzt auch mal tun. Da vorne ist er nämlich. Und ja, wir können auch Poker spielen, aber das habe ich irgendwie nie verstanden. Ich bin da zu blöd für irgendwie. Political realities in Armadillo. Excuse me. Hey, hey, you got a visitor. Shut up, you. Now, what you want? My name's John Marston. You wanted to speak to me. I did? Apparently so. Why? I guess because we're both in the business of the law. You that fella from the train company? No, I'm from Fort Mercer. Fort Mercer? You them, one of them Williamson boys. Calm down. Go on, shoot him, mister. Shoot him. Come what? You getting cute with me, boy? What's going on here? I got me one of them Williamson boys.
I got me one of them idiots who give marshals a bad name. Jonah, put your gun down. You must be the man from Blackwater. Yes, sir. Listen, that dog ain't too bright, but he seems loyal. Jonah, get out of here for a minute. Yes, sir, Mr. Johnson, sir. And you. Oh, I done seen enough of your hide around here, friend. I think there's some school children down the way you can go and frighten. Oh, hardy fucking whore, dickhead. What are you doing here, Mr. Marston? Apart from frightening my deputies. I'm here to capture or kill Bill Williamson. Okay. Can you help me? He's outside my jurisdiction. He's in the next county. Of course, Bill Williamson and his boys have tended to keep themselves away from my town. So you're happy to have him out there? Well, I ain't happy, but I also ain't suicidal. My job is to keep this town safe, not clean up all of these three counties. It's hard enough around here. You know, I hear you speak, and suddenly I'm reminded of how some of the people I respected most in my life had a problem with authority. What's wrong with you? Well, I'm sure you and your fine friends have enjoyed spending your time running around pursuing noble causes. My cause is to keep this town from turning into a living hell for the folks who live here. Whole world has problems, mister, and I'm here doing what I can. Why? What's happening? Right now? I got the railway, the people who pay my salary, trying to get me to turn a blind eye to them burning down settlements up there. I got a bunch of cattle rustlers out near Box Canyon needs shutting down. Not forgetting the gang that keeps murdering homesteaders out in the backcountry. And I got a bunch of hoods over in the saloon, drunk, threatening to shoot up the whole town. That's all I got today. But it's early yet. Give me a couple more days. There'll be more. All right. Tell you what. Let's go deal with them hoods in the saloon. Then we'll discuss Williamson. Okay, boy. You're a persistent little cuss, ain't you? Only when things matter.